Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Brotherhood mit mir, dem Blackbeard und Ezio Auditore. Und wir stehen hier vor dem Romulus-Versteck und wollen nicht lange warten. Wir steigen direkt ein. Wir gehen direkt rein. Und nutzen nochmal unsere Klinge als Dietrich, um uns Zugang zu verschaffen. Mal schauen, was uns erwartet. Eins müssen wir nochmal machen, wegen diesem, das ist ja dieses komische Labyrinth, da müssen wir nochmal durch, weil wir es nicht in der Zeit geschafft haben. Dass wir dann ein paar Mal durchlaufen sein und den Weg merken. Mal schauen. Die alte Residenz des Papstes überfallen und den Schrein des Romulus zu finden. Nicht mehr als ein Quadrat der Gesundheitsanzeige verlieren. Okay. Für die volle Synchronisation. Oh, akzeptiert. Machen wir es mal. Die alte Residenz des Papstes. Wo sind wir denn hier, bitteschön? Okay. Also wir müssen anscheinend irgendwie da oben rauf oder so. Da oben durch müssen wir, glaube ich. Da müssen wir rein. Schauen wir doch mal. Wie wir hier durchkommen, wo wir da lang kommen. Schauen wir uns erstmal ein bisschen hier unten um, bevor wir anfangen zu klettern. Also gut. Hier oben geht's längs, alles klar. Kommen wir dahin, dahin und dahin. Kommen wir irgendwo rein? Ist aber nichts. Die Tür ist verschlossen. Hier können wir uns dran festhalten und hochklettern. Sehr gut. Das fängt doch schon mal sehr gut an. Haben wir schon mal einen Weg gefunden hier rauf. Gut, 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 gut. Sollen wir kurz da reinschauen? Mal gucken, kommen wir da hin? Ja, aber hier ist nichts. Okay. Eine Sackgasse. Dann versuchen wir uns doch mal den Weg dort rüber zu bahnen. Irgendwie. Ja, fall nicht runter jetzt hier. Genau, das wäre ziemlich uncool. Kann ich hier über die Türen drüber klettern? Funktioniert das? Tatsache. Oh, da links ist ein Borgia-Banner. Wie kommen wir da rein? Wahrscheinlich von der anderen Seite, außenrum, ne? Ja, von außenrum, alles klar. Ups. Schwupp. Okay. Alter, ist es laut. Kurz dahin. Hier rüber. Und das Banner einsammeln. Weil wir haben jetzt keine Zeit gesetzt. Das heißt, wir können in aller Ruhe und vorsichtig hier längs. Das heißt, wir können uns in aller Ruhe hier umschauen. Ohne Hektik. Ohne Hetze. Oh. Nun komme ich wieder hier hoch. Ja, das schaut so aus. Da drüben bringt es uns eigentlich gerade mal gar nichts. Oder wenn wir da drüben hinspringen. Nee, das ist der Weg zu weit. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt hier über die Kronleuchter irgendwie, oder? Bestimmt, ja. Geht doch. Ich finde es cool, dass sie sich auch bewegen, dass sie quasi so eine Physik haben. Wenn man guckt sich nach dem Modus, wo man sich hinstellt. Hängen die ein wenig schief. Und schwingen ein bisschen mit. Das finde ich schon mal ganz, ganz nett gemacht. Oh, auf letzter Sekunde mit einer Action-Sequenz ist sie abgesackt. Wenn ich stürze, hilft mir das. Da ist das scheiß Ding einfach abgesackt, dieser komische Kronleuchter. Aber jetzt kommen wir wenigstens dort dran irgendwie. Sehr gut. So. Haben wir hier irgendwas? Hier hinter irgendwas versteckt? Scheint nicht so, nein. Da muss ich mich weiterhin auf mein Gehör verlassen. Welches mich dann darauf hinweist, dass irgendwo was ist. Hier haben wir was. Aber da kommen wir von dort vorne wahrscheinlich dann irgendwann dran. Okay. Mal kicken. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Haben wir hier unten einen Schatz oder sowas? Ah, ne, das ist ja. Das ist so. Ist das hier der Startraum? Ne, das ist nicht der Startraum. Das ist ein Dach. Das ist eine Schatztruhe.
Mal kurz. Bitte. Nicht zu viel. Alles klar. Die nehmen wir mal mit, natürlich. Gut, jetzt leider nur Florin drin, aber was soll's. Und einmal hier rauf. Gut. So. Nochmal dahin. Halten uns hier kurz fest. Alles klar. Warte mal kurz. Moment, mal kurz zurückgucken. Alles klar, hier sind wir gestanden. Hoch. Geh weiter. Danke. Hier sind wir gestanden, dahinter steht das Borgia-Banner. Alles klar. So. Dann schauen wir doch mal weiter. Ich würde mal so vermuten, hier müssen wir längs, um nach unten zu gelangen. Gut. So. Kommen wir da irgendwo hoch? Irgendwie? Dort kommen wir lang. Wir müssen also irgendwie auf diese Statue kommen. Das ist von dort aus machbar. Das heißt, wir müssen irgendwo von da aus, von hier aus wahrscheinlich dann da dran springen oder so. Kann ich mich hier an der Statue hochklettern? Geht das? Über die Hände vielleicht? Auf das Podest drauf? Tatsache, das geht. Haha, sehr gut. Na gut, sie hat auch schon so einladend ihre Hände ausgestreckt, sage ich mal. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich unten einen Schatz übersehen habe oder so. Aber ich glaube nicht, nein. Deshalb hole ich mir jetzt erstmal hier drüben das Borgia-Banner. So. Ja, die müssen wir uns ja sowieso noch holen bei in den anderen Romulus verstecken. Oh, was? Was? Was war denn das jetzt, bitteschön? Das war aber nicht so geplant. Mein Freund. Junger Padawan, das war jetzt aber nicht nett. So. Gut, jetzt können wir uns wieder unten umschauen. Da haben wir nichts. Alles klar. Hoch. Jetzt geht es aus, bitte schön an der Statue hoch. Genau. Über die Hände. Dort drauf. Kann man hier lang klettern? Hier drauf? Kommen wir hier drauf irgendwie? Nein. Ach, aber wir können wahrscheinlich dort lang. So. Und die Frage, da links? Ja, hier links. Oder da rechts. So, jetzt sind wir schon mal hier unten drin. Ich hätte gerne noch gewusst, was da oben rechts gewesen wäre. Verdammt. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal hin irgendwie. Wo geht's hier rauf? Wie kommen wir hier hoch? Wie kommen wir hier rauf? Hier drüber geht's ja nicht, ne? Nee. Da hat's keine Möglichkeit. Auch nicht irgendwie mit Absprung oder sonst irgendwas. Hier drüber. Taha. Ubisoft, ich bin nur halb so blöd, wie ihr denkt. Ja, jetzt sind wir hier. Alles klar. Ich glaube, hier wären wir gar nicht hingekommen. Ne, da liegt ja der Schrank im Weg. Alles klar, da wären wir gar nicht hingekommen. So, weiter geht's. Schön Augen und Ohren offen halten. Oh. Nicht nett. So. Unten irgendwas war versteckt, irgendein Schatz oder sowas. Und wir können hier mal ganz kurz hier. Lass uns jetzt einfach mal runterplumpsen. Kein Gesundheitsquadrat, alles klar. Alles gut. Keinen Schaden genommen. Na, ist ja ein bisschen zu offensichtlich, wenn hier ein Schatz versteckt wäre, oder? Ich glaube ja. Nun gut. Dann klettern wir hier mal wieder rauf. Über diesen sehr einladend ausschauenden Schrank. Und gehen dann jetzt hier wieder zurück auf die Seite. Blub, blub und hops. Lass uns wieder fallen und hangeln uns ein wenig hier entlang. Lass uns mal kurz schauen. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen, glaube ich, hoch, oder? Ja, wir müssen auf jeden Fall mal irgendwie nach oben kommen. Können wir hier hochklettern? Irgendwie an dem Pfahl hochklettern oder sowas? Tatsache.
Aber von hier aus kommen wir, glaube ich, nicht da dran, ne? Aber. Nee? Da geht's nicht hin. Hä? Wo geht's denn dann weiter? Können wir sie hier dran festhalten? Nein, da fahren wir nach unten. Alles klar? Okay. Noch einmal. Wo geht's denn da weiter? Wo soll ich echt mal den Sprung wagen von dem, von so einem Pfahl da oben drauf nach da drüben springen, an die Seite. Also quasi da über meinen Kopf jetzt hin, irgendwie. Mal ausprobieren. Oder, ach nee, ist wahrscheinlich hier dran, oder? Oh. Muss ich jetzt da dran springen? Oder was? Weil hier oben drauf komme ich ja nicht, oder? Nee, hochziehen will er sich nicht, alles klar. Da müssen wir wohl irgendwie. Und da sind wir volle Synchronisation fehlgeschlagen, weil ich wieder mal. Dass er immer wieder in die falsche Richtung gesprungen ist. Starten wir die Änderung einfach mal neu. Gut, ich muss dann also quasi nach links springen. So. Den Weg kennen wir ja jetzt. Wir müssen jetzt hier unten wieder durch die Tür durch. Dann brauchen wir jetzt einfach nicht großartig umgucken. Sondern wir klettern jetzt einfach ratzfatz wieder darüber. Denn den Weg habe ich mir jetzt zum Glück gemerkt. Halt, darüber. So, und jetzt beeilen wir uns, wie gesagt, wir beeilen uns jetzt einfach mal ein bisschen sprinten ja durch. Denn wir brauchen jetzt nicht wieder. Alles mitnehmen. Die Sachen, die wir eingesammelt haben, sind eingesammelt, bleiben eingesammelt und hoch. Da wollte ich hoch. Und da fällt das Bild wieder runter. Schon noch mit dem nächsten Weg. Dankeschön. Nun komme ich wieder hier hoch. Springen einmal hier rüber. Springen dort rüber. Halten uns fest, ziehen uns hoch. Dahin. Dahin und der sagt jetzt ab und wir springen da gerade in einer wunderschönen Action-Sequenz. Springen wir noch darüber und halten uns gerade noch so mit einer Hand fest. Wenn ich stürze, hilft mir das. Ja, aber du wirst nicht stürzen, mein Freund, so. Ja, das Banner ist weg. Ja, Banner ist weg, wunderbar, sehr schön. Das heißt, da können wir direkt mal hier zack, zack, darüber gehen. Hier rüber, dort rüber springen. Mal eben hier runter. Wieder die Statue hinaufklettern. Dum, 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 dum. Und dann sind wir auch gleich wieder da, wo wir eben gerade hängen geblieben sind. Quasi gestürzt sind. Und hier durch über das Tor hinwegrollen. Sehr schön. Dann nehmen wir wieder hier über diesen wunderschönen Waffenschrank, Regal, was auch immer das ist, den Weg nach hier oben. Die Kamera spielt manchmal ein klein wenig verrückt, weil Ubisoft das so eingestellt hat, dass man in bestimmten Bereichen eine bestimmte Kamerasicht haben soll. Muss, möchte, will. Und ja, deswegen hat es immer diese wunderschöne Action-Cam. Wo man damit irgendwelchen. Ui. Ach, das ganze Ding ist abgebrochen. Ah, jetzt habe ich es auch gerade eben erstmal gesehen, was da gerade abgestürzt ist. So, auf ein neues.
alles klar. Diesmal hat es funktioniert. Sehr schön. Springt er darüber? Automatisch von sich aus? Ja, er springt von sich aus darüber. Und hier haben wir eine Leiter quasi. So Leitereffekt. Und nach hier oben drauf. Wunderbar. So. Da vorne steht noch ein Borgia-Banner. Das holen wir uns gerade noch schnell. Das möchte ich ganz gerne noch haben. So. Und ja, dort wären wir nicht hochgekommen. So, wo geht's weiter? Da ging's weiter, genau. Wir müssen jetzt hier wieder da drüben rein irgendwie. Na komm, ups. Und nein. Sehr schön, gut. So. Schwups, schwups. Ah. Könnte helfen, wenn ich stürze. Ja. Könnte es in der Tat. Wenn ich da reinfalle, kann ich wieder hier runterfallen und komme dann darüber hinauf rauf. Sehr gut. Aber den brauchen wir jetzt nicht. Ach, Schatzruhe. Boah, die sind aber leise hier. Die sind ja gar nicht mal so laut. Oh, Weihrauch. Okay. Das überrascht mich, dass da jetzt auch quasi Items drin sind in den Schatzruhen hier. So. Hm. Dort oben müssen wir hin. An das goldene Tor. Magnifico. Und sehr wahrscheinlich müssen wir dafür noch irgendwie einen Rätsel lösen, einen Schalter tätigen oder sonst irgendwas. So. Was haben wir denn hier? Dort ist ein Heuwagen, ein Strohwagen, von dem aus wir da rankommen irgendwie. Keine Ahnung, von wo aus wir da reinspringen können. Von hier aus jedenfalls nicht. Von hier aus würde ich sagen, müssen wir uns den Weg hier runternehmen. Ganz vorsichtig. Ich wechsle vorsichtshalber mal auf das Schwert. Ich habe kein Schwert. So. Doch, geht doch. Brauche ich denn das liegen auf der 3? Ja, sag ich doch, auf der 3 haben wir doch das Schwert liegen. 2, 3, alles klar. So. Mal kurz hier unten umschauen, oder? Hier hat jemand gewaschen. Hm, Knochenkult. Okay. Hier gab es auch was zu essen, was auch immer das war. Ich möchte es nicht wissen. Vor allem, warum liegt ein menschlicher Schädel noch auf dem Tisch? Hm. Ich schaue mich jetzt erstmal hier ein bisschen um hier unten. Erstmal gucken, vielleicht finden wir hier noch irgendwo eine Schatztruhe oder sowas. Das wäre ja mal... Super. Ich wusste doch, dass hier noch irgendwo eine Schatztruhe versteckt ist. Lohnt sich immer. Ein Schrumpfkopf, jawohl. Wunderbar, wir haben einen Schrumpfkopf. Ey, du alter Schrumpfkopf. Da ist noch eine Schatztruhe. Da hinten ist noch eine Schatztruhe. Da drüben sehe ich noch zwei Schatztruhen. Wie kommen wir da rein? Da will ich rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Hey, mach auf. Ach, das ist wahrscheinlich letztendlich unser Ziel, ne? Ja, das ist das Ziel, das ist ja Schrein. Alles klar. Ach, das Schloss kannst du nicht mit deinen Klingen aufmachen, oder wie? Okay, der Bogen ist auch schon gebrochen dort oben. Auf einige Objekte können sie schießen. Benutzen sie F, um sie als Ziel zu erfassen, und schießen sie damit eine Pistole oder Armbrust. Sie können auch ein Messer werfen. Oh, ich wieder Wortkotze im Mund. Ich glaube, ich entscheide mich heute mal für... Die Wurfmesser? Für die Wurfmesser. Okay.
Ach, da geht dieser ein Tor auf, okay. Interessant, interessant. Nehmen wir mal die Abkürzung nach unten. Hier ist das Tor aufgegangen. Ich wollte noch ganz gerne mal kurz... Nein, nicht die Wand hochlaufen, Ezio. Es ist manchmal zum Haare raufen, zum Mäuse melken oder die Wand hochgehen, aber nein, nicht im wörtlichen Sinne, mein Freund. So, aber sonst haben wir hier unten nichts. Den Schatz da hinten nochmal geholt. Dann kann man bestimmt hier über den Schrein klettern, über diese komische Stein... Klotz, der hier rumsteht. Ja, so. Dann können wir doch garantiert irgendwo darüber springen, vielleicht? Ja, sie hochlaufen. Okay. Wir laufen einfach über die Bretter, die da liegen, über die Planken. Hochspringen, wir springen schon hoch. Man läuft über Planken. Wie die Piraten. Arr. Oh, Munition aufgefüllt. Wunderschön. Das nenne ich doch mal ein nettes Geschenk, möchte ich mal sagen. Kommen wir hier drüber? Ja. Dann an den Ring. Einmal hoch, einmal rum. Einmal fallen, genau. Darüber. So. Und das sieht mir doch schon wieder ganz nach einem Checkpoint aus. Sag ich doch. Die bricht wunderbar so ein, dass wir da und da genau perfekt wieder hochkommen. Ein Rückweg, wenn ich falle. Wunderbar. Genau, Ezio, perfekt. Das ist wirklich perfekt. So. Dann gehen wir mal hier rauf. Okay, wir können dann hier hochklettern, irgendwo vielleicht. Nein, da nicht. Dort herum nicht. Müssen wir auf die Plattform hier? Aber wieso sind wir dann hier hochgeklettert? Nee. Ach, hier geht's hoch. Ah, aha. Okay. Weg gefunden. Dann wohl einmal hier rum und weiter nach oben. Und es bloß nicht fallen. Ich frage mich jetzt allerdings, wir müssen in die Richtung. Da müssen wir hin. Wieso müssen wir jetzt wieder zurücklaufen? Wahrscheinlich gibt es hier einen versteckten Mechanismus oder so, der das Tor dann öffnet. Mal gucken. Wir nehmen einfach mal das Drahtseil und nehmen den Weg, der uns gegeben ist quasi. Ach, da hinten ist noch so ein Sack. Alles klar. Ich dachte gerade. So... Doch, der Sprung ist machbar. Wo war jetzt der Sack? Da hing doch eben gerade noch irgendwo so ein Sack rum. Wieso habe ich da eben... Ach, Leute, ich bin so blöd, wisst ihr das? Ich stand da vor diesem Sack, aber habe nicht auf den Sack geschossen. Mensch, was bin ich dämlich. Okay. Gehen wir gleich nochmal hin. Wir kommen da gleich garantiert nochmal hin. Irgendwie kommen wir da nochmal hin. So. Okay, jetzt haben wir da noch einen Sack hängen. Genau, an dem müssen wir nicht auch noch ran. Ah, da muss ich ja schon die Abkürzung quasi freigeschaltet, da hoch. Spring jetzt einmal hier in den Wagen.
Und nutzen hier eben mal ganz fix den Shortcut, welcher sich hier befindet. Nein, 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 aus. Pfui. So. Da darfst du jetzt drauf. Hier hoch, hier hoch. Na komm. Kletter. Mensch, ich habe den da gar nicht gesehen. Den Sack habe ich da gefreut. Oh, Munition auffüllen, alles klar. Aber gar nicht den Sack da registriert. So kann man es natürlich auch machen, ne? Also so kann man dann natürlich auch... reingelangen. So. Mal kurz Munition auffüllen. Wieder zurück zu dem Shortcut, dass wir da wieder runterklettern. Weil ich möchte ungern von hier oben runterspringen, dass sie mich fallen lassen, weil ich weiß nicht, ob das schadenstechnisch okay geht. Weil ich würde den ja dann doch ganz gerne hier auf auch auf 100% machen, wenn wir schon mal diese die Chance haben, diese Erinnerung dazu nicht zu spielen, sag ich mal. Wow. So. Dann mal fallen lassen und klettern. Weil es wäre doch ärgerlich, auf dem letzten, auf den letzten Zentimeter quasi, den letzten Sprung vergeigen. Und uns dadurch dann, ja, die 100% Chance quasi versauen, sag ich mal. Da will ich immer noch rein. Ich hoffe, da kommen wir noch rein irgendwie. Huch. Also schon cool, wie dieser riesige Kronleuchter da jetzt noch schwingt. So, nehmen wir erstmal diese Schatztruhen mit. Hier haben wir eine Leiter rechts nebenan. Die werde ich dann auch noch als nächstes nehmen. Bevor ich mir dann hier oben die Haupttruhe nehmen werde. Weil ich doch noch ganz gerne zuerst mal hier die Truhen noch leerräumen möchte. Weil ich weiß nicht, wo wir dann letztendlich rauskommen. Oder ob dann quasi rausgeportet werden aus dieser Halle. Aus dem Gewölbe, Entschuldigung. Nur kurz räuspern. Und deshalb will ich immer hier die Truhe noch mitnehmen. Aber hier kommt ordentlich was an Kohle zusammen. Ach ne, wir wären wahrscheinlich unten durch die Tür dann rausgegangen, ne? Durch diese Tür. Also nehmen wir mal die Leiter nach oben. Und nehmen noch die letzte Truhe dort oben. Das war die hauptsächliche. Weswegen wir eigentlich da sind. Ja, genau. Ja, er weiß jetzt auch schon hier runter. Genau, da ist die Tür. Sehr gut. Genau, schau dich nochmal um, bevor du das Gewölbe verlässt jetzt hier. Jawohl, ein Mann Abrissfirma. Volle Synchronisation erreicht. Perfekt. Und du musst nur einmal neu starten. Hervorragend. Gefällt mir. Doch, das gefiel mir gut. Dieses Versteck gefiel mir sehr gut. Doch. War diesmal eine schöne Kletterei. Gut, Wege waren zwar relativ offensichtlich, möchte ich mal sagen, aber... Weil ich noch kurz schauen möchte, sind diese Schatztruhen hier? Komm zurück. Sind diese Schatztruhen hier oben, die zwei unterirdischen, weg oder sind die immer noch da? Ne, die sind immer noch da. Halt. Die sind immer noch da. Genauso wie diese hier. Oh, da haben wir noch ein Fraktionsgebäude, wo wir noch einen einbürgern können. Das ist ein Krieg zu ihrem Gunsten. Ja gut, die ist hier oben. Ja, das ist ja wahrscheinlich doch, ne? Die sollte ja wohl hier irgendwo sein. Da ist sie, alles klar. Wo war das Fraktionsgebäude? Mal kurz schauen.
Ach, da drüben ist das Fraktionsgebäude, okay. Haben wir irgendwo einen Taubenschlag? Da haben wir einen Taubenschlag. Weil, ich mir immer überlegen, was wir denn jetzt noch machen sollen. Ich würde sagen, Antiquot zu 91%. Hier haben wir noch ein paar von diesen Ruinen, die wir kaufen können. Kampagne zu 75%. Ja, uns fehlt halt hier unten noch ein Teil, ne? Hier. Dieses Gebiet fehlt uns noch, da können wir noch gar nichts machen. Weil wir da noch diesen letzten Borgia-Turm brauchen für. Ich glaube, wir machen uns dann diesmal auf den Weg, dann den letzten Borgia-Turm einnehmen. Oder? Klingt doch nach einem Plan. Den Schatz ignoriere ich jetzt einfach mal. Laufe nochmal geschwind hier zu dem hier. Da, zu dem Fraktionsgebäude. Zu dem leeren. Setze da dann noch eine Fraktion rein. Ich laufe jetzt einfach mal hier das Aquädukt entlang. Alter, in der Nähe ist auch nochmal so ein Symbol von wegen. Da ist das Fraktionsgebäude schon. So. Und hier setzen wir die Diebe rein, ja. Verfolgen Sie mich, der Herr? Aber ich glaube, nee, das haben wir ja schon geholt hier, das Aquädukt hier, oder? Ja, hier steht zumindest kein, hier steht kein Ingenieur mehr, das haben wir schon. Aber wie gesagt, ach genau, hier an dem Aquädukt haben wir auch noch so einen Wahrheitsgedöns, ne? Da war ja was. Oh. Warte mal kurz, lass mich mal ganz kurz schauen. Datenbank, die Wahrheit. Wie viel fehlen mir? Zwei fehlen mir noch. Alles klar. Orte. Rom. Castel San Angelo, da haben wir noch ein, haben wir eins. Aber das haben wir doch schon, haben wir das nicht schon erledigt? An die Castel San Angelo, alles klar. Und dann halt am Aquädukt, ne? Ponte Sisto, Ponte Fabrico. Ja. Aquedotto Claudia, wo auch immer der Aquedotto Claudia ist. Aber zum Glück lag der Bauplatz am Fuße von Claudias Castello. Meine Art Wasserturm oder Reservoir. Als der Palast vollendet war, kam gnädigerweise auch das Wasser zurück. Bis heute ist ein Historiker, warum das Aquädukt damals ausdrückt. Nochmal Tipp zur Erzeugung eines dramatischen Spannungsbogens, okay. Schade, sag mir aber allerdings nicht, wo das genau ist. Alles klar. Heißt, worst case, wir müssen das gesamte Aquädukt hier ablaufen. Und da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Weil das fängt ja irgendwo hier vorne an, so einem Turm hier. Und dann zieht sich ja bis hier oben hin. Das sieht sich ja bis nach hier oben durch. Weil hier oben drei ans Thema, da war ja auch ein Dingen. Das zieht sich halt bis hier oben hin, das ist das Aquädukt. Muss man halt komplett vervollständigen quasi. Um dann halt hier oben in die drei ans Thema anders in das Romulus-Versteck reinzukommen. Ne? Weil da füllt sich da der Bereich mit Wasser komplett und dann kann man da einfach hinschwimmen. Oder man springt halt so daran, wie wir das jetzt gemacht hatten. Ja, irgendwann in einer der vorigen Folgen. So. Ich begebe mich jetzt noch auf den Weg hier zu dem Borgia-Turm. Ist das eine Schnellreisestation? Nee, ach warte, ich nutze keine Schnellreisestation. Ich begebe mich zum Borgia-Turm. Zu Fuß. Per Pedes sozusagen. Ach, sie haben nur 300 Meter, kommen die. Da drüben ist er auch schon. Ich sehe ihn ja schon. Da drüben sieht man ihn ja schon. Ist ja nicht allzu weit weg. Andererseits... Ach komm, Pferdchen, komm her. Wir reiten. So. Hier. Andiamo. Gut, wenn man die mit Pferden anreitet, die Reiter, dann stört die das mal so gar nicht. So.
So, dann reiten wir noch kurz zu dem Borgia-Turm. So, den Taschendieb haben wir. Und dann gehen wir noch zu dem Turm. Hoffen wir, wir kommen da hin. Die Grenze ist offen, wie es ausschaut. Ja, wunderbar, die Grenze ist offen. Gut. Wir steigen jetzt hier ab, lassen das Pferd stehen. Nehmen uns mal hier das Gerät mit. Okay, er reitet. Er ist auf einem Pferd unterwegs. Gut. Aber darum werden wir uns erst in der nächsten Folge kümmern, meine lieben Freunde. Hey, hab ich die Truhe nicht geplündert? Ich hab doch die Truhe geplündert, oder nicht? So. Ich jedenfalls bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ich schalte denn dann auch morgen wieder ein. Hier bei Assassin's Creed Brotherhood. Mit mir, dem Blackbeard. Wenn man dann diesen Borgia-Turm einnimmt. Bis dahin.